Ja, jedenfalls wisst ihr jetzt, warum Komodowarane so gefährlich sind. So, und damit sind wir wahrscheinlich, so wie ich das gerade gesehen habe, auch im nächsten Part. Wir werden jetzt erst einmal uns nach einem Männchen umsehen. Ich hoffe, wir finden ein schönes. Wir haben bisher nur nach Weibchen gefiltert. Der schick. Der kommt rein. Und das ist das erste Weibchen offenbar. Also das, was ich jetzt noch nicht in Beobachtung hatte. Mal sehen, ob die sich traut, dann auch wieder hier so entlang zu laufen. Ich finde es aber toll, wie die wie die Zungen von denen aussehen. Und das ist auch nicht von irgendwo. Denn Komodowarane bzw. Warane allgemein sind viel enger mit den Schlangen verwandt als irgendwelche anderen Reptilien der Echsenfamilie. Schlangen und Warane haben sich so in etwa die zur gleichen Zeit entwickelt, wie zum Beispiel die Mosasaurier. Die Vorfahren der Mosasaurier sind ins Wasser gegangen, haben sich zu Wasserechsen entwickelt. Und die Vorfahren der Mosasaurier waren sehr Warane-ähnlich. Bis sie zu dem wurden, was man eigentlich heute kennt. Was ist jetzt los? Moment, mir fällt gerade was ein. Kann ich das überhaupt erreichen? Oder soll ich noch eine Brücke bauen? Ich glaube, ich muss keine Brücke bauen. Aber ja. Hunger scheinen die nicht gerade zu haben. Wo geht es jetzt hin? Wo geht die jetzt hin? Kommt die da durch? Oh Gott, die kommt da durch. Also wenn die da durchkommen, dann kommen die Warane auch durch. Abgesehen davon, dass sie schwimmen können. Und dann kommt der Bulle. Oh mein Gott, ist das ein Brocken. Die verlege ich mal nach dort. Nur einmal zu sehen, was das für ein Brocken ist. Joa, der ist schick. Was macht das Weibchen jetzt? Sie bewegen sich. Vielleicht haben sie einfach nur auf das Männchen gewartet oder so. Jetzt sind es nämlich drei Komodowarane. Eine Haremshaltung aus einem Männchen und zwei Weibchen. Wird übrigens auch in der richtigen Reptilienhaltung von manchen Reptilien empfohlen. Der Grund ist, Männchen sind sehr sexuell aktiv, wenn sie erstmal in Paarungslaune sind. Und damit belästigen die mal ein Weibchen so sehr, dass sie davon gestresst wird. Und wenn das Weibchen gestresst wird, dann kann sie sich plötzlich unterdrückt fühlen und dann ihren Nahrungsaufnahme einstellen. Und weil das Männchen dann bei einer leichten Haremshaltung dann an beide Weibchen interessiert ist, wird der Stress gemeinsam auf die beiden so verteilt, dass nicht die eine nur den Stress erleidet. Aber kaum ist das Männchen da, erkunden die alle wirklich das Gehege, finde ich. Jetzt erst beginnen die richtig im Gehege rumzulaufen. Allein durch das Männchen werden die jetzt richtig aktiv. Ich könnte mir ewig ansehen.
ist jetzt die andere? Ich hab doch drei. Ah, die schwimmt. Das Komodo-Varan-Weibchen schwimmt umher. Sie befindet sich auf dem Weg dorthin. Nein! Abbrechen. Du bleibst mir ja schön hier, ja. Hier sehe ich auch einen klitzekleinen Nachteil bei Planet Zoo. Was ich sehr schade finde, was aber vielleicht noch reinkommen kann. Tiere, die tauchen. Oder allgemein, dass das Tauchen von Tieren genauso wie bei den Flusspferden mit implementiert wird, weil Flusspferde sind bis dato die einzigen Tiere, die tauchen können. Und wenn die tauchen, dann sieht das immer so richtig toll aus, dann laufen die im Wasser so rum und ja, das ist dann leider so, dass es zum Beispiel nicht bisher nicht bei jedem Tier so geht. Warane können tauchen, Krokodile können tauchen, aber bisher schwimmen die alle bisher nur auf der Wasseroberfläche. Und das finde ich irgendwo ein kleines bisschen schade. Man hofft ja immer noch auf so eine Art, ich sagen wir mal, Meeres-DLC mit Ottern und Robben und das alles. Und im Gegensatz zu Jurassic World Evolution, welches ganz knapp vorm Ende ist, hat Planet Zoo nämlich jetzt am, ja, wie viel ist heute? Der 5. November, richtig? Ja, heute ist der 5. November. Denn genau heute am 5. November hat nämlich Planet Zoo nämlich sein einjähriges Jubiläum. Seit heute ist genau ein Jahr vergangen, seit Planet Zoo rausgekommen ist. Und einen Monat früher habe ich die Beta gespielt. Das finde ich richtig cool. Und wie hat sich Planet Zoo bis dato entwickelt? Ja, das kann man gemischt sehen. Zu einem, die DLCs allgemein sind cool. Aber ich muss sagen, dass die nicht ganz so toll sind wie die ganzen anderen DLCs, wie zum Beispiel von Jurassic World Evolution. Der Grund ist vor allem, weil von jedem DLC-Pack, was bisher rausgekommen ist, sind nur drei Tiere enthalten. Manche haben sich schon gewünscht, dass da mal mehr als drei Tiere enthalten sind, dass da wieder so ein riesengroßes Pack rauskommt, wie diese Standardtiere, die man halt bekommt. Ja, da hatten sie wirklich über ein halbes Jahr Zeit sozusagen auch gehabt, seit Rauskommen des Afrika-DLCs, und dann bekommt man halt das Australien-DLC. Und das Einzige, was man bekommt, sind halt ein Beuteltier, noch ein Beuteltier und ein Dingo. Oh ja, stimmt, es sind ja fünf Tiere. Aber, ich meinte, dass halt mehr als fünf Tiere rauskommen. Und dass nicht jedes Tier gleich dann, wenn zum Beispiel ein Reptil ist oder sowas ähnliches, im Terrarium sein Leben verbringen muss. Denn es wäre auch mal interessant, mal andere Tiere zu sehen, bis auf die, die sogar schon eine bereits vorhandene Animation haben, wie zum Beispiel die Komodo-Warane. Natürlich könnte man jetzt das Australien-DLC sicher auch vielleicht ein klitzekleines bisschen besser gewesen, wenn die anstelle von einem Dingo vielleicht sogar noch eine Perenti oder sowas reingemacht haben hätten. Aber das Ding ist, Dingos und das alles, Dingos, Kängurus und Koalas, die sind so bekannt, diese Tiere sind und bleiben so bekannt wie kein anderes Tier, und deswegen sind die auch alle rausgekommen. Genau wie das Känguru. Blech. Und was man halt bei Planet Zoo jetzt im Basisspiel gemacht hat, waren ja vor allem wirklich ein paar der bekanntesten Tiere
alle zusammenzuwerfen. Ah, vielleicht bringen die ja irgendwann mal ein richtig tolles DLC raus, wo man so sagen kann, ja, das ist jetzt ein DLC, der sich einfach mal auch mal ein bisschen mehr nach den Wünschen der User richtet und noch ein paar Tiere rausbringt, die halt auch ein bisschen mehr ins Unbekanntere gehen. Die Auswahl der Tiere, die sie am Anfang getroffen haben, ist an sich sehr gut. Doch manchmal, aber wirklich nur manchmal, wird es dann auf Dauer vielleicht sogar auch ein klitzekleines bisschen langweilig. Wenn man zum Beispiel immer wieder sieht, dass die 5 Tiere rausbringen, davon 3 so Gehegetiere, welche allerdings sowas ähnliches wie Klone von Standardtieren sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also sie werden immer als Klone bezeichnet von anderen, weil die haben dieselben Animationen, also dieselben Rig, dieselben Animationen und deswegen vielleicht auch gegebenenfalls dieselbe Größe, sodass sie da halt da reinpassen. Das Einzige, was die halt wollen, ist halt eine sehr große Tierdiversität, wie das zum Beispiel in Zoo Tycoon 2 damals gab. Damals, als wirklich noch über 20 neue Tiere mit einem Expansion Pack rausgekommen sind, wo man aber auch sagen muss, dass sie sich auch wirklich dafür Zeit genommen. Oh, Knuddelkampf. Wo man aber wirklich sagen muss, dass sie sich ja wirklich die Zeit dafür genommen haben. Oh, Knuddelkampf. Ja, so über 10 neue Tiere oder so, das wäre mal was Tolles, richtig Tolles. Dafür müsste zwar Frontier wirklich über ein ganzes Jahr lang vielleicht nichts bringen. Aber das Problem ist, dass Frontier ziemlich untransparent geworden ist, diesbezüglich was Nachrichten angeht und so. Und die veröffentlichen wirklich erst wirklich geplante DLCs, wenn die kurz vorm Ende stehen. Beziehungsweise kurz davor sind, wirklich beendet zu werden. Und das ist das Problem. Viele User wollen auch mal zwischendurch mal was hören, an was die arbeiten. Aber das machen die nicht. Aus welchem Grund auch immer. Hallo? Wie das aussah. Oh, die Scheiße. Das habe ich gerade das erste Mal gesehen. Ich glaube, das müsste ich vielleicht mal auch ein bisschen in. Ach, was sage ich überhaupt? Da ist nämlich mein nächstes Problem. Nicht alle Bugs, die man bisher im Issues Center reingebracht hat, beziehungsweise in der Issues App, wurden auch beachtet, beziehungsweise umgesetzt. Issues Tracker meinte ich. Der Grund ist, man wird einfach bei so vielen Bugs nicht beachtet. Man kann das irgendwie so einschicken, wie man will. Am Ende läuft das dann alles ab und man hat dann halt gar nichts mehr davon. Außer dass dann ein nächstes Update kommt, wo dein bescheidenes Problem, welches du schon seit Monaten auflistest, immer noch nicht behoben ist. Das finde ich schade. Zum Beispiel das hier. Was ist das? Immer wenn sich der Varan hinsetzt, kommt nämlich irgend so eine kleine Zunge raus, als ob die rückwärts züngeln würden. Das hatte ich übrigens am Anfang überhaupt noch nicht. Aber naja.
Wollen wir jetzt mal nicht so sein. Ja. Was mache ich hier überhaupt? Ich könnte auch einfach in mein Franchise gehen. Und das mache ich jetzt auch. Ich speichere das jetzt mal ab. Auch wenn ich eigentlich sagen muss, ich hasse diesen Zoo. Eigentlich hasse ich diesen Zoo. Und wir gehen mal ins Hauptmenü, denn wir haben nämlich was Neues bekommen. Es gibt nämlich neue Kostüme. Dadurch, dass jetzt auch ein bisschen gerevamped wurde. Sagen wir mal so. Sollte man doch in sein Profil schauen. Bei Avatar arbeiten. Im Inventar. Da gibt es nämlich neue Kostüme. Die letzten, das sind die letzten, die ich glaube ich erhalten habe. Ist das? Ah. Ah, das gehört zu dem, das gehört zu dem. Also, warte mal. Doch, ja. Ah. Die haben jetzt ein Nashorn-Kostüm gemacht. Das Gute an dem Nashorn-Kostüm ist, das entspricht ja. Entspricht dem Originalkostüm, welches man schon vorher bekommen konnte. Sieht das für euch wie Nashorn aus? Ja, irgendwie schon, oder? Ich weiß es nicht. Es sieht komisch aus. Sieht aus, als hätte ich ein Schildkrötenkostüm an. Egal. Ich laufe ja auch nur so rum. Was? Züchtet Beeren. Egal welche Beeren. Aber jetzt kann ich euch mal zeigen, was ich gewonnen habe. Nein. Wir gehen mal wieder in den Zoo des Wilden Westens. Der Grund ist, der Zoo im Wilden Westen wurde schon lange nicht mehr besucht. So, das ist der Zoo im Wilden Westen. Dort habe ich mein Elefantengehege, dort habe ich... Oh, ich habe ein rotes Elefantenweibchen. Oh, cool. Das Mädchen ist schwarz geworden. Dieses Weibchen ist grau. Das ist auch grau. Das ist übrigens eine meiner ersten Zoos. Der ist noch direkt aus den... Der ist noch direkt aus der Zeit, als ich noch richtig damit kreativ angefangen habe zu bauen. Nur ein kleines Problem. Ich habe daran lange nicht mehr gebaut, bin aber trotzdem Multimillionär, weil der Zoo richtig gut läuft. Und dort habe ich nämlich auch die gesamten Rentiere. Wobei ich mich gerade frage, welche Rentiere... Haben die Rentiere auch Skins? Oder eher nicht? Das ist die Frage der Fragen. Muss man sich mal ansehen. Aber der Grund, warum ich immer weniger im Franchise-Modus vor allem spiele, liegt vor allem einfach an der Serververbindung. Ich habe das nämlich in den letzten Malen richtig durchgetestet. Ich habe ja mit meinem Handy ja jetzt die Internetverbindung, anstelle dass ich mit irgendwas anderem die Internetverbindung aufbaue. Zum Beispiel mit einem nicht ganz funktionierenden USB-Stick. Und da bin ich nämlich vor dem Problem getreten,
dass ich wirklich das Spiel mit einer voll krassen 25 Mbit Internetverbindung gestartet habe. Und es ist immer noch so. Also ich habe zuerst mal gedacht, meine Probleme basieren vielleicht auf meine Internetverbindung so klitzekleines bisschen. Aber das stimmt irgendwie so nicht. Denn die Internetverbindung ist immer noch scheiße. Und das hat wirklich nicht mit meiner Internetverbindung direkt zu tun, sondern mit den Servern von Planet Zoo selbst. Deswegen habe ich auch in dem vorigen Part auch gesagt, ja, die können zwar an sich ein gutes Spiel machen, aber in Sachen Server und so sind die nicht so gut. Werdet ihr sicher auch noch sehen. Mann, wir sind hier richtig aufgefallen, wie niedlich Polarwölfe sind. Vor allem, die haben jetzt sicher auch hier jetzt diese Varianten bekommen und so. Ich sollte vielleicht bei denen auch mal ein bisschen die Monogamität austricksen. Wann bekommen die neue Babys? Oh nein, nicht das Schuppentier. Aber wo ich die Schuppentiere so sehe, kommt mir gerade wieder eine Erinnerung, wie ich hier eigentlich am meisten Geld verdient habe. Aber vor allem nicht das Geld nur, sondern auch nicht nur das Geld, sondern auch vor allem meine Blattpunkte. Ja, meine Arterhaltungspunkte. Alle nennen sie Blätter. Wieso nennen sie die immer Blätter? Das sind keine Blätter. Das sind nur Münzen mit Blättern drauf und die nennen sie einfach Punkte. Heißt der V? Ich weiß nicht, warum der V heißt, aber das ist ein Rentier. Und ihr erwartet Nachwuchs im Dezember. Pünktlich zu Weihnachten, yay. So, ich habe jetzt mein Licht angemacht. Wer nämlich jetzt ein bisschen leiser hört, dann nur weil ich jetzt gerade durch die Gegend laufe. Licht anmache, Vorhänge zumache und alles Mögliche. Und fertig. So. Das Ding ist, ich sollte vielleicht wieder in die Rentierzucht einsteigen. Nicht nur, dass ich da gegebenenfalls auch mein weißes Rentier bekommen könne, sondern einfach nur so, weil... Oh nein, Warzenschwein. Warzenschwein. Stimmt. Warum habe ich das eigentlich vernachlässigt? Hier habe ich ja ein Warzenschwein. Einfach mal gucken. Einfach mal stoppen und gucken, wer hier das Weibchen ist. Oh mein Gott. Warzenschwein erwartet Nachwuchs. Ein Panda ist noch da. Ich frage mich, wie viele Warzenschweinmütter es noch gibt, die 0,5 Jahre alt, 11 Jahre alt, so viele Jahre alt. Da sieht aus, als ob da ein Schwein vom Tierarzt wiedergekommen ist. Ein Männchen. Ich glaube, die habe ich vernachlässigt, deswegen machen die eigentlich auch nichts. Aber das ist zum Beispiel meine Wildschwein, meine Warzenschweingruppe. Habt ihr sicher auch noch nie richtig gesehen. Abgesehen davon, dass es die ersten Tiere waren, die man bei Planet Zoo kennengelernt hat. Vor allem, wenn man das Tutorial gespielt hat. Hier habe ich auch schon eine Straußensammlung. Hier habe ich die Dinger.